So, da wollen wir anfangen. Peter verwirklicht seinen größten Traum. Essen. Die chinesische Küche ist was ganz Besonderes. Die Chinesen sind die meisten dünn. Die essen gerne Reis. Die essen gerne Geflügel und so weiter. Die chinesische Küche ist eine bekömmliche Küche, also die ist lecker, macht auch nicht dick. Wann hat man Chinesen einen dicken Bauch gehabt? Ganz selten. Oder ein Chinese geht schlecht, auch fast unmöglich. Schön, dann wollen wir das da schön hier hinstellen. Schön an. Jetzt den Deckel drauf, dass es schneller kochen kann. Margarine, weil die Jungs das lieber essen mit Margarine. Dann wird es nicht so fettig. Selbstbedienung. Auf feinste Art. Schön. Wird es schön geschnitten. Zu groß darf es nicht. Ich muss etwas kleiner halten. Wegen den Uwe. Dass der Uwe das noch kauen kann. In seinem Alter. Der Chinese ist ein sehr, sehr liebenswürdiger Mensch. Und sehr kinderlieb. Kommen immer ein paar Millionen Kinder im Jahr. Man muss rechnen, wie viele Menschen da sind. Und so zusammenhalten, das heißt schon was. Verkaufen für Peter unvorstellbar. Diesen Schock kann nur etwas Handfestes mildern. Ah, sieht sehr gut aus. Zum Beispiel Essen. Die Chinesen, das sind im Grunde genommen große Künstler. Die haben ja auch unser Glas erfunden, also Porzellan und so weiter. Oder Schießpulver und so weiter. Das sind sehr schlaue, kluge Menschen. Man darf das nicht vergessen. Ich habe hohe Hochachtung für die Chinesen. So. Jetzt kann ich mir etwas ausruhen. Fantastisch. Peter. Was ist, Günther? Für ein Ui, Dekadett Kombi, eine Heckklappe. Haben wir da. Ja, ist da. Ja, die 17 Uhr haben wir auf. Okay. Tschö. Peter, warst du sogar während des Kochens am Schlafen? Ich war überhaupt nicht am Schlafen. Ich habe mir in Gedanken reingesetzt, wie ich das chinesische Essen mache. Weißt du, die Filme? Ach so, ja. Ich war nur die Augen zugemacht dabei, was ich da reinmache. Ja? Okay, das konnte ich ja nicht wissen. Ja. Dann mach weiter. Ich schlaf doch selten. Ich tue eine Minute schlafen, das können Sie mir mal nicht, gell? Brauchen Sie ja nicht wissen, wie lange ich schlafe, das wissen Sie doch nicht. Die schwenken nämlich auch dieses Fleisch, die sind ja Künstler. So, jetzt kann ich langsam die Soße. Süß-sauer mit Gemüse und alles von den Chinesen. Sehr, sehr lecker. Feurig und scharf. Der Uwe ist sowieso nicht mehr so feurig. Jetzt kriegt er seine Feurigkeit wieder zurück. So, die sind lecker. Dann gibt es etwas bunte Tee rein. Fantastisch. Ganz ehrlich, ich bin ja ein Schafesser. Ich war scharf, bin scharf und esse gerne scharf. Fantastisch, die sind aufgegangen. So, jetzt gehe ich mal die Jungs holen, das Essen ist fertig. Uwe! Manfred! Essen kommen! Ja, haben Sie gehört. Ich bin mal gespannt, was heute zum Essen gibt, Uwe. Hungrig bin ich ja schon. Ja, wa? Aber es gibt garantiert was Gutes. Ach, Peter macht garantiert wieder Nudeln. Nudeln wa? Sind nicht schlecht. Ich esse gerne Nudeln. Darf ich mal gucken, wie Sie mit diesen Dingen da zurechtkommen?
Ach ja. So, Jungs. Ach, da hat der Peter schon zum Essen. Was hast du denn? Oh, chinesisches Essen. Danke. Ah, Dankeschön. Lecker. Das also würdest du ja nicht meinen, ich würde mit den Dingern da oben gehen, du Peter. Du gehst nur mit den Dingern hier oben, Uwe. Komm. Ja. Hier, Uwe. Moment. Lernen. Komm, komm, kleiner Dicker. So, und jetzt hol ich mir. Hiermit sollen wir essen. Ja, selbstverständlich sollst du damit essen. So, ich habe auch diese Stäbchen. Ja. Na, Peter, wenn wir damit essen müssen, boah. Ich glaube, wir würden verhungern. Ja, das ist egal. Ihr müsst das lernen. Ja. Uwe, kein Schummeln. Ich hab Hunger. Uwe! Ah, ja. Hier griff ich mehr auf die Gabel drauf, Peter. Nicht so ein bisschen wie du, das Häppchen. Ja. Und nicht mehr. Ich würde ja verhungern, wenn ich davon mit den Dingern hier essen müsste. Da wird es nächstes Jahr nur noch die Hälfte wiegen. Da wird es schon sein wie die Tanne, wenn du mit den Dingern essen müsstest. Uwe, der ist ja nicht dumm. Der hat ja nebenbei noch eine Gabel oder ein Löffel liegen. Das wollte ich nämlich nur sehen. Ja. Mm. Ja, die Japaner sind alle dünn. Die meisten zumindest. Und ich Chinesen auch. Jungs, ich